diese ganze Erde hier im Baumarkt, die verwirrt mich total. Also ich meine, ich kann doch nicht 100 verschiedene Säcke Erde kaufen für meine Pflanzen zu Hause. Doch? Ich kann diese Gedanken absolut nachvollziehen. Das Angebot an Erde ist vor allen Dingen in Baumärkten riesig. Aber keine Sorge, wir haben ein paar Tipps für dich, wie du die richtige Zimmerpflanzenerde für deine Pflanzen auswählst. Der erste wichtige Faktor ist die Drainage. Zimmerpflanzen benötigen nämlich eine gute Belüftung der Wurzeln, denn die meisten Zimmerpflanzen gehen ein, weil die Erde zu Hause nicht richtig abtrocknen kann. Also achte darauf, dass die Erde schön locker ist und überschüssiges Wasser gut abfließen kann. Idealerweise enthält die Erde auch auflockernde Wasserspeicher, wie zum Beispiel Perlit, Holzfasern oder auch Vulkastrat. Wenn die Erde zu feucht ist, dann kann das natürlich Staunässe begünstigen und das wiederum kann zu Wurzelfäule führen und das wollen wir natürlich nicht. Worüber man oft nicht nachdenkt, ist die Erde, die ich gekauft habe, bereits gedüngt? Und je nachdem, was für ein Pflanzenbesitzer du bist, kann es sein, dass du deine Pflanze oft düngst oder eben vielleicht gar nicht. Achte beim Kauf deiner Erde darauf, ob die Erde schon vorgedüngt ist oder eben nicht. Das Düngen einer Pflanze in bereits gedüngtem Substrat kann nämlich zu Schäden deiner Pflanze führen, also zu einer Überdüngung. Unser Substrat zum Beispiel beinhaltet bereits vorgedüngte Holzspäne, was Fake-Pflanzen für das erste halbe Jahr versorgt. Erst danach sollst du anfangen, sie zu düngen. Viele Leute mischen sich mittlerweile ihr eigenes Substrat selbst aus verschiedenen Inhaltsstoffen zusammen. So kann man das Substrat auf seine eigenen persönlichen Gießgewohnheiten abstimmen. Perlit, Blähton und Kokosfasern. Blähton. Das hört sich an wie ein Pokémon. Ja, das denke ich mir auch die ganze Zeit. Und jetzt stellen wir uns die Frage. Welches Taschenmonster ist es? Richtig, es ist Blähton. Oh mein Gott, richtig, es ist Blähton. Perlit, Blähton und Kokosfasern sind hierbei ganz beliebte Inhaltsstoffe. Hast du dir auch schon mal selber was zusammengemixt? Wie waren deine Erfahrungen damit? Wenn du auf der Suche nach hochwertigem Pflanzensubstrat bist, weil du das Mixen leid bist, dann empfehlen wir dir natürlich unsere Zimmerpflanzenerde. In diese Erde haben wir all unser Wissen gesteckt und unserer Meinung nach passt sie perfekt in die Bedingungen unserer Wohnungen. Der Satz ist eine Katastrophe. Ah! Wir lassen es einfach. Ich schneide es irgendwie lustig zusammen und dann... Noch ein letztes Mal. In diese Erde haben wir all unser Wissen gesteckt und unserer Meinung nach passt sie perfekt in die Bedingungen, die in unseren Wohnungen herrschen. Für deine Pflanze. Das ist perfekt. Ist schon gedüngt. You do you. Das ist okay. Natürlich gibt es wie bei allen Dingen im Leben auch hier Sonderfälle. Einige Pflanzen benötigen unbedingt spezielle Substrate, weil sie einen bestimmten pH-Wert brauchen. Wie zum Beispiel fleischfressende Pflanzen oder Rhododendren. Kakteen und Sukkulenten hingegen brauchen Erde, die nur wenig Wasser hält, um Fäulnis vorzubeugen. Und auch Orchideen, die in der Natur eigentlich auf Bäumen wachsen, brauchen unbedingt ein Sondersubstrat. Dieses besteht nämlich großteilig aus Baumrinde. Dann gibt es auch noch Pflanzen, bei denen spezielles Substrat empfehlenswert ist, aber man kann dieses auch gut selber mischen. Paradebeispiel hier: Tomaten oder Gemüsepflanzen. Diese brauchen zum Ausbilden von Früchten nämlich besonders viele Nährstoffe. Zitrusgewächse sind Pflanzen, bei denen viele Leute schon so Schwierigkeiten haben. Die Verwendung von speziellem Zitrussubstrat empfiehlt sich hier vor allen Dingen für Anfänger auf dem Gebiet. Auch Sämlinge sollten ein spezielles Substrat bekommen, da diese es besonders nährstoffarm brauchen für einen guten Start. Für die geläufigsten Zimmerpflanzen ist Zimmerpflanzenerde wie die Feldzimmerpflanzenerde allerdings ideal. Warum? Das weißt du ja jetzt durch dieses Video hier. Das hier sind die geläufigsten Zimmerpflanzen, für die wir unser Substrat auch explizit empfehlen. Vergesst nicht, dieses Video zu liken und, falls du Fragen oder Anmerkungen hast, uns einen Kommentar dazulassen. Wir freuen uns, von dir zu hören und vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ich hab's von der